Herr Kirstein, drei Monate Wahlkampf liegen hinter Ihnen. Jetzt steht es fest, Sie sind Vauchheimer Oberbürgermeister. Ist das schon irgendwo in Ihrem Gehirn angekommen? So wirklich noch nicht, muss ich sagen. Also wir werden heute Abend noch den Sieg noch feiern und auch den ganzen Wahlkampf, den engagierten Wahlkampf mit meinen Unterstützern. Und ich glaube, wenn ich morgen früh aufwache, nach vielleicht einer kurzen Nacht mit wenig Schlaf, schätze ich mal, da wird es dann wahrscheinlich so langsam ankommen. Haben Sie eine Idee schon, was am Ende den Ausschlag gegeben hat, dass Sie jetzt doch knapp vor Herrn Schirr ins Ziel gekommen sind? Ich denke, es lag daran, wie ich aufgetreten bin. Und ich habe ganz offensiv gesagt, dass ich das gerne machen will. Und das hat man mir auch abgenommen. Das habe ich zumindest in Gesprächen, in einzelnen Gesprächen rausgehört und wurde mir gesagt und wurde mir berichtet. Und da denke ich, man braucht auch jemanden, der auch eine Führungsaufgabe übernehmen möchte. Jetzt haben Sie im Prinzip nicht unbedingt die Rückendeckung des Stadtrats, zumindest haben Sie da keine Mehrheit erstmal. Wie wollen Sie das anstellen, Ihre Themen da durchzubringen? Na gut, wenn man immer nur die eigene Hausmacht hat, dann wäre Demokratie natürlich ein bisschen einfach. So sind halt die Regeln. Und aktuell stand eben nur die Position des Oberbürgermeisters zur Wahl, um die ich mich beworben habe und die ich auch gewonnen habe. Und der Stadtrat ist, wie er ist, der bleibt unverändert und auch die Mehrheiten bleiben natürlich unverändert. Und das wird bedeuten, ich werde stärker den Dialog in den Vordergrund stellen, um aufzuarbeiten, was sind die Themen, wie sind die Entscheidungsgrundlagen, was sind die Fakten und wie sehen auch Entscheidungsmöglichkeiten aus. Das ist etwas, was wir bisher nicht hatten. Es wurde ein Entscheidungsvorschlag vorbereitet, den galt es halt eben zu diskutieren. Und ich möchte ja gerne einen anderen Weg einschlagen, dass wir auch verschiedene Lösungen präsentieren und uns dann für die beste entscheiden. Und dann wird auch transparent, wer welche Lösung vielleicht bevorzugt oder welche ablehnt. Können wir künftig davon ausgehen, dass es Live-Übertragungen von Stadtratssitzungen geben wird oder ähnliche Dinge, um mehr Transparenz zu schaffen? Da können Sie von ausgehen. Das wird sicherlich nicht die erste sein, die ich erhalten werde. Das wird auch die Frage sein, wie wir es organisatorisch hinbekommen. Aber das ist mein Ziel, dafür bin ich auch angetreten. Es wird sicherlich eine zeitnahe Berichterstattung geben, vielleicht auch einen Live-Ticker. Das hat sich in der Vergangenheit ja auch im Wahlkampf sehr oft bewährt. Vielleicht unterstützen Sie uns dabei in der Idee, auch die Themen aus dem Stadtrat wirklich auch in die Bevölkerung zu tragen und auch den Sitzungsverlauf ein bisschen mitzubekommen. Vielen Dank.